Yo Leute, was geht ab? Mischa hier, zurück in der Schweiz. Ein bisschen heiser, wie ihr hört. Die 3 Tage Body Expo haben mich nicht ganz so krass abgefuckt wie jetzt die FIBO, aber ich merke es jetzt trotzdem ein bisschen, auch die Lippen sind ein bisschen aufgesprungen. Und hier gerade meine neuen GA-Sachen bekommen für die USA, jetzt bin ich ausgerüstet. Trainerhosen gehen jetzt auch, die haben mir zuerst ein L geschickt. L konnte ich natürlich vergessen, größenmäßig. Und wenn ich schon mal dabei bin, diesen Hoodie hier, den haben sie mir auch geschickt. Das ist diese Spezialedition, die ich persönlich richtig geil finde und mich auch schon sehr darauf gefreut habe. Also die Qualität ist 1A. Aber Leute, mit 48er Ärmeln leider auch im XL keine Chance. Also das muss ich wohl weitergeben, das Teil irgendeinem Kollegen, der da noch so ein bisschen Potenzial hat, reinzuwachsen. Das ist ein sehr enger Hoodie, habt ihr ja sicher auch schon bei Karl und Co. gesehen. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, den zu tragen. Vor allem auch so in einem Beintraining wäre das sicher optimal gewesen. Jetzt gehe ich heute halt hier mit einem Fat Grip Shirt. Ich bin jetzt gerade unterwegs, mehr oder weniger. Und ja, einfach, dass ihr es gehört habt. Für alle massigen Typen ist dieser hautenge Hoodie leider nichts. Dann am besten checkt ihr euch lieber mal den Work Hard Hoodie rein. Der passt perfekt. Den kann ich sogar im L anziehen und geht immer noch. Jetzt habe ich mir ihn nochmal im XL bestellt, da ich denke, dass ich in nächster Zeit noch ein paar Kilo zunehmen werde. So, es geht ins Training. Soweit alles fit und man hört sich. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. So Leute, ein weiteres Rückenvideo von mir, dieses Mal wieder ein bisschen ausführlicher gefilmt. Ich will euch hier in diesem Video auch ein paar neue Sachen vermitteln, Sachen, die ich für mich im Training festgestellt habe und auch ein kleines paar Änderungen, die ich jetzt mittlerweile wieder gemacht habe. Wie viele wissen, habe ich ja nach meinem Wettkampf mit dem Ryan Doris Rückentraining angefangen, also beziehungsweise eine meiner beiden Pull-Einheiten umstrukturiert, komplett umstrukturiert. Und jetzt, wie gesagt, habe ich nach mittlerweile einem halben Jahr schon gedacht, es wird wieder Zeit für ein paar kleine Änderungen. Hier seht ihr jetzt meine Kreuzhebetechnik mit 175 Kilo. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, kann mich wirklich nicht beschweren. Ich bin zwar immer noch verhältnismäßig für meine Größe, für mein Gewicht, nicht gerade der Stärkste, aber wenn man bedenkt, dass ich die 175 Kilo vor einem Jahr nicht mal heben konnte anständig, würde ich sagen, das Ganze ist nicht schlecht. Ich merke auch wirklich, dass ich das Gewicht langsam dominiere. Von Mal zu Mal wird es besser und ich hebe mittlerweile auch die 150 locker 10 Mal für 3 Sätze. Also hier läuft es auf jeden Fall. Die Technik könnt ihr ja selber wieder sehen. Ich benutze normalerweise immer die Shins, die hatte ich jetzt dieses Mal nicht dabei. Zum Glück aber die Trainerhosen, die langen und immer meine Vibrams bzw. meine Adidas Five Fingers sehen zwar ein bisschen bekloppt aus. Und für all die Leute, die immer fragen, woher ich mein ganzes Equipment habe, das kaufe ich mir immer ein bisschen irgendwo ein, aber ich verlinke die ganzen Sachen dann auch immer direkt bei Amazon. Die meisten Leute bestellen sich den Stuff ja sowieso direkt nach Hause. Also checkt auf jeden Fall meine Amazon Produktbeschreibung, Produktempfehlungslink in der Beschreibung. Sorry. So, jetzt auch hier, der Latzug eng, der ist immer noch am Start. Ich habe ihn jetzt aber ein bisschen nach vorne genommen. Das war normalerweise immer meine dritte Übung. Jetzt ist es meine zweite und ich mache dazu noch was anderes. Jetzt will ich auch direkt mal sehen, ob ihr vielleicht bereits feststellen könnt, was. Denn es ist nur ein kleines Detail, das ich mir, ich sage jetzt mal, umgewöhnt habe oder abgeändert habe. Na, wer sieht, welcher treue Zuschauer sieht? Also, ich sag's euch, ich gehe nicht mehr so weit nach hinten. Das heißt, ich mache eigentlich jetzt wirklich einen vertikalen Pull. Also, ich ziehe das Gewicht von oben nach unten. Und wenn man mal meine alten Videos anschaut, dann sieht man, dass ich eigentlich immer so ein bisschen nach hinten gekommen bin und schon fast wieder ein Rudern von oben gemacht habe. Also, ich habe das Gewicht dann nicht mehr von oben auf mich gezogen, sondern schon fast von vorne, von oben vorne. Und was sich damit ändert, ist im Grunde die Tatsache, dass man damit noch ein bisschen mehr die Lats anspricht, so wie ich es jetzt mache, und die Rückenmitte dafür weniger zum Einsatz kommt. Ich habe einfach gemerkt, dass meine Lats
wenn ich das Becken wirklich versuche gerade zu halten, den Bauch anzuspannen und nicht ins Hohlkreuz zu gehen, dass ich dadurch meine Lats ziemlich krass kontrahieren kann. Es ist irgendwie auch noch sehr ungewohnt, dass ich spüre, die Übung jetzt nicht mehr so fies in der Rückenmitte, also dieses fiese, krampfartige Ziehen, das habe ich jetzt nicht mehr. Dafür habe ich immer ein richtig geiles Gefühl nach der Übung. Also sobald die Übung durch ist, fängt so richtig an, meine Lats unten aufzupumpen. Und das ist für mich so ein Zeichen gewesen, als ich das so ein bisschen ausprobiert habe, dass da was geht. Und deshalb habe ich mich entschieden, die Übung jetzt ein bisschen neu auszuführen. Also ihr müsst euch das nochmal so vorstellen, wenn ihr einfach gerade da sitzt und euch nicht groß nach hinten bewegt, dann zieht ihr ja wirklich von oben nach unten. Sobald ihr aber, was man auch natürlich sieht, sind die Leute, die dann Schwung holen, wirklich am Schluss schon fast nach hinten reinliegen, dann zieht man ja das Gewicht nicht mehr wirklich von oben nach unten, sondern mehr, ja, so ein bisschen von vorne zu sich. Also es ist ja schon fast dann irgendwo, wenn man das jetzt ganz übertreiben würde, wäre es jetzt dann schon fast ein Kabelrudern im Sitzen. Einfach damit ihr so ein bisschen versteht, auf was ich hinaus will. Wie gesagt, sehr geile Übung und die ist nach wie vor bei mir im Plan und wird weiterhin so ausgeführt. Jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiges Issue. Ich habe hier extra das Ganze ein bisschen verzögert. Jetzt habe ich wieder die Kurzhanteln drin. Also es gibt wieder Kurzhantelrudern. Und ich differenziere zwischen Kurzhantelrudern in diesem Griff hier. Das heißt, ich packe die Hantel am unteren Ende. Ihr seht es mit dem Daumen nach außen. Das ermöglicht mir, die Hantel einzudrehen und damit mehr auf den unteren Teil des Lats zu trainieren. Das heißt, ich ziehe nach oben und drehe nach innen ein, den unteren Teil und den oberen Teil nach außen. Also ich mache sozusagen eine kleine Drehung nach innen mit dem Handgelenk und spüre damit auch den unteren Teil des Latissimus besser. Wenn ich jetzt den Griff oben nehme, komplett oben, dann hängt der vordere Teil logischerweise ein bisschen nach vorne, nach unten und ihr macht eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, der obere Teil kommt nach innen und der untere Teil eher nach außen und dadurch habt ihr dann mehr den oberen Teil des Latissimus, der nie anspricht. Und ihr seht jetzt dann gleich die Ausführung. Ich habe beide Versionen einmal gefilmt und es ist jetzt wirklich mal so ein Detail. Ich habe das früher nie realisiert. Ich habe das immer ein bisschen anders gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich immer beides ein bisschen ausprobiert habe. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass doch beides auf seine Art richtig geil reinhaut. Ich mache es momentan eigentlich immer abwechselnd. Also ich mache jetzt hier den Untergriff beziehungsweise den Griff nach innen, wie ihr seht. Das heißt, hier hängt jetzt der untere Teil eher ein bisschen unten und ist ein bisschen eingedreht. Und ihr seht auch, dass ich hier nicht den, das habe ich schon mal in einem Video erwähnt, nicht den normalen abgestützten Bankstand mache, sondern wirklich Parallelstand, weil dies einfach besonders auch für Anfänger, aber auch für mich als jemand, der doch ein bisschen Probleme hat mit dem unteren Rücken, einfach viel besser funktioniert in Bezug auf die Parallele zwischen Becken und Boden. Ihr müsst euch immer das so vorstellen, dass wenn ihr ein Bein nach vorne nehmt, ihr dann viel schneller mit der Hüfte mitdreht. Und wenn ihr mitdreht, dann bescheißt ihr euch im Grunde eigentlich nur selber, weil ihr euch ja den Weg abkürzt und dann auch die Kontraktion im Lat verhindert. Also das Optimum wäre eigentlich immer eine komplett parallele Haltung von Hüfte, Oberkörper zum Boden und kein Eindrehen in eine oder andere Richtung. Und schon gar nicht eben, wenn man dann zieht. Also wenn ihr mit der linken Hand zieht und dann am Schluss mit dem linken Schulterblatt weiter nach oben geht, dann habt ihr eigentlich eben, wie gesagt, das eigentliche Ziel des Kontraktions im Lat verfehlt. Jetzt hier das zweite Video und damit auch schon das Ende des ersten Teils dieses Videos, der Obergriff, beziehungsweise den Griff einfach weiter oben. Und ihr seht jetzt auch, wie die Hantel nach vorne dreht, beziehungsweise einfach in die andere Seite eintreten. Das ist wirklich interessant, das selber mal auszuprobieren und zu spüren. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche Version ich schwerer finde. Es ist im Grunde eigentlich so ein bisschen wie, wenn ihr Langhantelrudern entweder im Ober- oder im Untergriff macht, einfach ein bisschen geiler in meinen Augen. Habe es jetzt ein halbes Jahr nicht gemacht, die Übung. Vorhin habe ich einmal das Kabelrudern gemacht. Das wurde mir jetzt aber irgendwie dann doch langsam wieder, ich sage es mal nach einem halben Jahr, wieder ein bisschen
uneffektiv. Das merkt man dann auch einfach, wenn der Muskelkater nicht mehr so einschlägt, der Pump nicht mehr so kommt und man auch irgendwann, wie gesagt, mit dem Gewicht stagniert. Das war jetzt bei mir der Fall nach einem halben Jahr, deshalb wurde die Übung ausgetauscht. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit dem restlichen Workout und ein paar Posing-Sessions. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Macht euch einen schönen Abend und man sieht sich. Peace out.